Hallo und herzlich willkommen bei Chicago Skillers HD. Heute mit Poldi am Start. Und ich hatte mal vor, ein Player Review über Marcel Eller zu machen. Der Darmstädter Flügelspieler. Richtig Tempo hat der Junge. Am Wochenende gegen Hannover 2 Buden geschossen. Aufgrund seiner Schnelligkeit natürlich hat er einen enormen Vorteil gegenüber den Abwehrspielern. Wie man hier sehen kann, 91 Base, 70 Dribbling, 61 Wüses. Und ja, anderen Werte sind eigentlich nicht der Rede wert. Dann habe ich noch als Sturmpartner Dominik Strohengel. Und mal sehen, was das Ganze jetzt gibt. Ja, dann sind wir hier mal. Das klassische Barclays-Team ist unser erster Gegner. Mit Lukaku und Rooney im Sturm. Marcel Eller wird gegen Ivanovic spielen. Ivanovic ist ja bekanntlich nicht der Schnellste. Sonst hat er noch Baines in der Abwehr und Williams. Das sollte machbar sein. So, dann sind wir hier. Schweinsteiger spielt den Pass auf Heller. Heller based sich erstmal durch. Läuft am ersten Spieler vorbei. Der zweite ist natürlich mit abgelaufen. Aber dann kommt natürlich eine souveräne Grätsche. Und Heller hat keine Chance. Also wieder am Ballbesitz, aber verliert leider den Ball. So. Dann wieder Schweinsteiger, der den Marcel Heller sucht und auch findet. Schickt ihn perfekt durch. Heller mit seinem Pace bekommt er den Ball natürlich noch. Locker easy am ersten Spieler vorbei. Dann zieht er 2-3 auf sich, aber Sakko kann wieder klären. So, Perez leitet den Konter ein, spielt auf Dominik Strohengel, Strohengel auf Heller. Heller macht den Dragback sehr effektiv und dann probiert er den Longshot, aber leider vorbei. So, jetzt Bastian Schweinsteiger wieder mit dem Pass auf Heller. Ich sag dazu nur schnell, schneller, Heller. Heller immer noch am Ball. Jetzt macht er eine Schussfinte, macht noch eine Schussfinte, zieht in die Mitte und De Gea hält. Was eine Chance von Marcel Heller. Beinahe drin gewesen. Was eine Schnelligkeit der Typ hat. Unfassbar. So. Natürlich ein super Reflex von De Gea. Kann man nicht anders sagen. So, darauf folgt natürlich die Ecke. Dann habe ich natürlich mal Heller ausgewählt als Schütze. So, jetzt kommt, ich glaube, es ist Dominik Strohengel kurz. Dann spielt er wieder einen Pass auf Heller. Heller zieht, er kriegt den Ball noch an der Außenlinie, zieht zur Grundlinie, läuft, probiert zu schießen, aber der Verteidiger Sakko ist wieder dazwischen. Heller sehr auffällig in dieser Partie. Marcel Heller nutzt natürlich wieder seine Geschwindigkeit, kommt natürlich wieder am ersten Verteidiger vorbei, probiert dann mit einigen Ballrollen vorbeizukommen, aber die Sache ist dann leider wieder relativ schnell geklärt. So, da kommt der Pass auf Strohengel, der einen Doppelpass mit Heller macht. Wartet darauf, dass Heller durchgeht. Heller ist auf einmal durch, macht er ihn, De Gea hält. Und Strohengel Nachzug und der Verteidiger klärt nochmal Strohengel, aber De Gea ist zur Stelle. Schade. Hier an diesem Beispiel kann man natürlich wunderschön sehen, wie schnell Heller ist. Strohengel spielt den Pass. Normal für jeden Spieler ist der Pass schon geklärt, aber Heller kommt noch dran. Nichtsdestotrotz, er ist unglaublich schnell. So, im ersten Spiel sind leider keine Tore gefallen, aber ich hoffe mal, dass im zweiten welche passieren werden. Hier mit Neymar, Bell und Suarez natürlich keine leichte Aufgabe. Dani Alves in Form als Gegenspieler von Heller. Mal sehen, was das gibt. So, der Marcel natürlich mit einem schönen Dragback. Wird wieder in die Mitte zu ziehen. Schießt, aber Bravo kann parieren. Endlich haben wir einen Elfmeter bekommen. Und hoffentlich schießt Marcel jetzt mal seine erste Bude hier. So, wenig Kraft, aber er macht ihn souverän. Halb hoch in die linke Ecke. Keine Chance für Bravo. Und er macht das 1:1. Stark. So, Otamendi jetzt mit dem Pass auf Heller. Kann Heller noch die Führung vor der Halbzeit bringen. Heller lässt den ersten aussteigen, den zweiten aussteigen, sprintet weiterhin durch. Ramos probiert Heller abzulaufen. Heller läuft immer noch, macht zwei Ballrollen, aber dann klärt Dani Alves leider. Aber immerhin, es gibt Ecke, aber hier wird nochmal sein schönes Elfmeter-Tor angezeigt. Ah, ja, nicht mal so platziert, aber
Hat noch gerade so gereicht. So. Jetzt. Heller macht die Ecke. Holt sich Dominik Strohengel kurz. Beiden. Groß natürlich, Entschuldigung. Heller hat jetzt den Ball. Heller hat immer noch den Ball. Heller und er macht die Bude. Das gibt's doch nicht. 2:1 vor der Halbzeit. Marcel Heller. Unfassbar, dieser Junge. Unglaublich. Mit seinem Antritt da. Verliert den Ball, holt ihn sich sofort wieder und schlänzt das Ding unten rechts in die Ecke ein. Keine Chance für Bravo. Was ein Spieler. Bis hierhin ist leider nicht viel passiert, außer dass ich mir 3 Gegentore gefangen habe. Marcel Heller ist ein super Spieler und ich bin raus. Tschüss.